So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Zunächst einmal der Risikohinweis. Dieses Video oder die ganzen Videos und die auch die normalen schriftlichen Analysen stellen keine Anlageberatung dar. So, dann kommen wir auch direkt zum DAX. Der DAX ist heute Vormittag positiv in den Tag gestartet. Doch dann überwiegten hier die Verkäufe und aktuell kann jetzt hier das Gap bei 10.283 geschlossen werden. Wie hier eben zwei verschiedene Prognosepfeile da waren, war hier ein Erreichen der 10.440er Marke vorgesehen, beziehungsweise halt zwar nicht präferiert, aber möglich, oder dass es hier erstmal den Gap Close kam. Er hat jetzt hier in diesem Schaubild dazwischen gedreht. Wenn ich aber hier mein altes Chartbild, hier war ein Wochenwiderstand bei 10.374 drinnen, vorbörslich wurde das erreicht, sogar wahrscheinlich nahezu, wenn ich hier die Future-Kurse vergleiche, exakt. Und hier gab es dann eben ein Abpraller nach unten. Also hier hätte die Widerstandslinie exakt funktioniert. Jetzt darf es, jetzt wurde ja auch hier schon in 30 Minuten, aber der 30 Minuten ist eigentlich nicht so relevant. Hier darf es eben runter bis 10.235 erstmal fallen, beziehungsweise 42. Dann wird höchstwahrscheinlich der Markt gleich nach oben drehen oder auf die nächste Unterstützung bei 10.172 fallen. Dann switchen wir kurz zu den Aktien-Setups. Hier ist ja eine SAP deutlich im Gewinn. Jeder muss hier oder sollte im Gewinn sein, der das verfolgt hat. Eine BASF wurde erst jetzt vorgestellt. Hier liegen mehr Mini-Kerzen vor. Die Volatilität ist nahe Null. Eine Linde hätte direkt oder darf auch jetzt hier noch ein Stück fallen. Genauso wie die Pro7-Aktie und bei der ThyssenKrupp. Wie schon auch gestern erwähnt, hier unten soll es nochmal hin an den EMA 38. Und eine Fresenius, neues Verlaufshoch gemacht. Und hier wäre es aber schön, wenn hier das Tief bei 67 nicht unterschritten wird und es direkt weiter nach oben geht. Kommen wir dann eben zum Gold. Da hat der Stoppkurs tatsächlich in der Nacht noch gehalten. Wurde nicht unterschritten, die 1204 Marke, und konnte, wie im Text erwähnt, womöglich nicht oder an die 1213er Marke heranlaufen. Hoch sind wir hier bei 14,5 gescheitert. Das andere Alternativziel war bei 1218. Allerdings hier sieht man wieder eindeutig, und das wurde in den Videos immer erwähnt, diese Marken sind auf Schlusskursbasis fällig, dann sollte es eben ein Stück höher gehen, generiert dann ein kleineres Kaufsignal. Aber hier sieht man 1, 2, 3 Kerzen leicht darüber, hier die vierte direkt abgeprallt. Also der Widerstand, die Widerstandslinie zeigt Wirkung und hält bislang. Von dem kleineren Kursrückgang vom DAX, sind jetzt auch vorbörslich 80 Punkte, kann jetzt Gold im Moment jetzt in der Stunde jetzt nicht profitieren. Mal abwarten. Da gibt es natürlich im Laufe des Tages nur nochmal ein Update, wie es im 4-Stunden-Chart aussieht. Der Hang Seng Index, siehe da, ist direkt an die 21.000 hingelaufen und erstmal abgeprallt. Kann man jetzt hier Prinzip so rüberziehen, Rücksetzer, und dann sollte es weiter nach oben gehen.
Das ist ein Wunschziel. Eventuell geht es auch nur hierhin und aktiviert nicht das obere Kursziel. Der Nikkei dürfte auch deutlich im Plus und hat auch im Plus geschlossen. Hier ist aber zwar eher im Niemandsland, aber mit dem Hang Seng im Rücken waren auch hier eher steigende Kurse zu erwarten. Hier liegt das Kauflimit weiter oben. Die Biotest war gestern auch noch ein Aktienwert, der vorgestellt worden ist. Hier muss der EMA 200 durchbrochen werden, dann kann es oder sollte es dynamisch Richtung 20 Euro gehen. Zu den Währungspaaren. US-Dollar, kanadischer Dollar ist jetzt nichts passiert, liegt plus minus null. Hier gab es ein leicht, war schon gestern erwähnt, hier ist nichts mehr Spannendes. Hier hätte es nach dem Bruch deutlicher nach unten gehen sollen. Wer jetzt investiert ist, entweder direkt mal ein paar Pips nach unten den Stopp legen oder eben abwarten, ob es jetzt hier nochmal Richtung Rainbow-Oberkante geht und dann nach unten abprallt oder maximal eben hier Richtung gebrochenen Aufwärtstrend, aber der ist jetzt hier doch einiges weiter halt gelaufen, hätte es direkt, wäre hier möglicherweise in bärischen Pullback gegeben. So sollte es eigentlich nicht mehr groß über die 0,6813er Marke gehen. Pfund gegen neuseeländische Dollar kommt heute auch etwas unter Druck und war hier schon sehr, sehr deutlich dem Kursziel angenähert. Auch hier sollte niemand im Minus sein. Kurz noch ein Blick auf den Gold-Tageschart. Hier liegt noch ein Daily bei 1215 Widerstand, was jetzt hier auch mit der Aufwärtstrendlinie natürlich ein Cluster-Widerstand ist. Ist natürlich noch angeschlagen, Gold. Natürlich wäre es jetzt auch gut, wenn diese Marke nicht mehr angelaufen wird. Allerdings kommt jetzt hier Gold schon wieder etwas unter Druck. Also kann auch die Marke noch aktuell sein. Zu Daimler noch ein kurzes Wort. Da ist jetzt exakt heute alles erreicht worden. Eine ATWA kommt hier am FIBO nicht weiter. Also hier ist auch erstmal, sollten die Leser im Plus sein. Und hier kommt noch die Trillisch, wenn es jetzt lädt. Hier kam ich leider auf einen anderen Link. Kleinen Moment. Sonst stelle ich es nachher vor und eventuell gibt es hier auch ein Update. Daneben zu Trillisch. Danke fürs Zuhören und bis später.